Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wild True Learn hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder oder Master Schrö, wie es hier nur steht, @CatMau. Und Dennis Daly @CatMau hat mir geschrieben, dass er zu UFO-Erkennungssystem etwas haben möchte. Hey, helft mir bitte. Mich wollen Aliens entführen. Oh Gott, das ist ja bitter. Ich bastel an einer großen Station, um den Himmel über mein Haus zu überwachen. Aber die Bilderkennung funktioniert einfach nicht. Ich weiß. Alle marsianischen UFOs sind rund und die von den Venus und die Venus-Kampfschiffe sind dreieckig. Ja. Vielleicht hilft doch einfach nur ein Aluhut. Bitte unterteile sie in diese zwei Klassen. Ich muss mich vorbereiten. Diesen Job werden wir annehmen. Wir werden dafür $2,700 kriegen, haben 38 Sekunden Zeit, müssen aber 100% genau sein. Wir brauchen aber das Geld. Ernsthaft? Entscheidungsbaum Form. Wollt ihr mich jetzt gerade... Dafür kriege ich 2000 ein bisschen was? Okay. Gut, wenn ich dafür jetzt 2000 Kohle kriege, bitte gerne, mach mal gerne, das war ja leicht, UFO-Erkennung. Dann könnte man demnächst mal gucken, vielleicht können wir noch mal an einem anderen Startup dran teilnehmen. Jetzt werden wir erstmal bei Gamazon wahrscheinlich ein bisschen Kohle kriegen. Oder beziehungsweise werden da jetzt die Aktien erstmal steigen. So, hier haben wir $2,651 gekriegt und hier haben wir das von Gamazon bekommen. Und Gamazon hat uns schon mal auch $1,895 überwiesen. Das ist nicht schlecht. Das kann man akzeptieren. Dann müssen wir mal kurz zurückgehen. Und jetzt müssen wir hier beim Patch. Kann man da vielleicht. Also, wir müssen das unbedingt irgendwie verbessern. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das verbessert kriegen. Damit hier ein bisschen mehr passiert. Theoretisch. Aber dann fängt das hier irgendwann an zu stocken, ne? Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Wir können es mal probieren. Wir nehmen den mal raus hier, ne? Und werden den durch den ersetzen. Das werden wir jetzt erstmal machen. Wir nehmen den mal raus, wir ersetzen den mal durch den. Und dann gucken wir einfach mal. Aha, der kann auch von zwei Inputs was kriegen. Das wusste ich auch noch nicht. Okay. Gut. Und den raus. So, dann den dahin. Dann gucken wir mal, wie das jetzt im Testlauf aussieht. Ich denke mal, hier kommt jetzt jede Menge an. Aber hier wird irgendwann der Input-Stack überlaufen. Und dann wird es dort zu Schwierigkeiten kommen. Und zum Stocken. Und ja, dann wird es dann hier lange dauern. Durchschnittliche Durchlaufzeit. Und das ist etwas, ja, das dauert einfach zu lange, ne? Aber wo dauert das zu lange? Hier müsste doch alle 0,2 Sekunden was rauskommen, ne? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Hopp. Nimm das mal raus. Nimm den mal wieder rein. Beliebig. Das braucht keine 90 Sekunden, ne? Wenn das jetzt Test laufen lassen, da kommt man dann bei in den 60er Sekunden an, ne? Ja. Aber wir können diese ganzen Dinger noch nicht viermal aufbauen. Kann ich hier eigentlich nicht drin scrollen. Das ist Rot Else hier. Das ist ein Farbaus. Ja, da kommen Rot bei raus, ja. Und kommen aber hier auch. Individuelle kann ich nicht machen. Da kann ich keine individuellen hier machen. Achso. Jetzt weiß ich, warum ich da noch nicht scrollen kann.
Aber das kostet dann natürlich hier sehr viel Server alles, ne? Wenn wir da jetzt vier parallel. Kann ja auch keine, ich darf auch keine wegschmeißen. Das wäre ja Quatsch. Oder RGB-Sortierung in 0,25. Schnelle RGB-Sortierung. Das ist natürlich, wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn man die einzelnen Farben schon hätte in schnell. Und dann müsste man bloß genügend von den Dingern dahinter klemmen. Das kostet zwei Server, das geht aber echt schnell, ne? Dann probieren wir das mal damit. Wir können ja das, Gott. Wirklich wegschmeißen? Ja, komm, wir schmeißen es weg, wir machen es neu. Wir wollen bei Gamazon jetzt mal ein bisschen Eindruck schinden und dann machen wir den mal da schnelle RGB-Farben. Achso, die Shifter, die könnte man nicht da lassen. Na ja, gut, machen wir es erstmal weg. So. Das kommt weg, das kommt weg, das weg. So. So, schnelle RGB-Sortierung. Hier kommt richtig was rein und dann kommt hier oben alles Rote raus. Das heißt, wir müssen das vielleicht dann dahinter mal aufteilen in zwei parallel, zwei Server kostet uns das. So. Das teilt sich auch nochmal relativ schnell auf in dann hier, warte mal. Hey. So. Entscheidungsbaum. Die machen wir trotzdem noch dazwischen, damit wir das nochmal einmal aufgesplittet kriegen hier. Theoretisch müssten hier mehr dahinter sein, aber hier kommen ja nur noch alle roten. Das könnte ein Drittel der Zeit sein, also ein Drittel der Anzeichen sein, die hier bloß durchkommen. Und deswegen könnte das vielleicht schon ausreichen. So, rote Kreise. Nein, wir machen mal rote Dreiecke. Die kommen da unten rein. Der Rest kommt da rein. So. Das ist auch natürlich vom Zeit her, also vom Zeitverhalten her nicht richtig. So. Dreieck. Rot. Und da rein, der Rest kommt da rein. Dreieck. Dahin. Dahin. Da dran. So, dann haben wir jetzt zumindest schon mal das Rote jetzt. Das sollte dann hier damit abgegolten sein. So, dann haben wir natürlich noch das in der Mitte Rot, Grün, Blau. Da haben wir das Grüne. Das Grüne müssen wir genauso unterteilen. Ach, die müssen wir sogar hier in Vierecke abzweigen. Okay, eins, zwei, drei. Ja. So, wir brauchen grüne Vierecke. Die kommen erstmal da unten rein und der Rest kommt da rein. Ah, von mir aus. Passt. Nee, da dürfen keine Dreiecke rein. Ui. Gut, dann müssen wir da nochmal den Entscheider dahinter machen. So. Kreise dürfen da rein und die Dreiecke, die dürfen da rein. Dann haben wir auch ein paar Vierecke. Hier muss ja auch 100% Genauigkeit sein. So, und hier machen wir das gleiche wie bei dem anderen. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Die grünen Dreiecke kommen immer da rein. Und der Rest nach da oben. So. Achso, jetzt müssen wir das natürlich hier noch alles anschließen. An den hier einmal. Ach nee, warte mal. was? Der ist da dran, ne? Ja, gut. Wir brauchen noch den Entscheider, der hier mal grün-grün macht. Und noch einen, der hier grün-grün macht. Und dann brauchen wir noch mal ein, zweimal parallel. Upp. Warum ich da so einen großen Baustein nehme, weiß ich gar nicht, weil da könnte ich ja nicht auch den kleineren nehmen. So, dann geht das hier erstmal in Nieren rein, dann geht das da rein, das geht da rein, das geht da rein, das geht daran. Der geht daran und der geht daran. So.
legen wir die mal hier so alle so ein bisschen übereinander, damit wir das noch sehen, was wir hier nicht gemacht haben. So. Dann müssen wir das Ganze noch für blau machen. Zwei parallel. So. Da haben wir schon einige Serverkosten hier pro Sekunde. Also die steigen wirklich enorm. Da müssen wir am ersten Tag mal gleich gucken, ob das sich denn lohnt oder nicht. Ansonsten müssen wir dort dann das noch mal durchändern. Blau, blau. Dahin, dahin. Und dann brauchen wir hier die Dreiecke. Ne? Dreiecke. Dreieck. Dreieck. So, daran, 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 daran. Dreiecke kommen. Nö. Die blauen können direkt durch. Alles klar. Gut, dann brauchen wir den ganzen Quatsch hier nicht. Alles, was blau ist, kann direkt daran. Gut, dann können wir das mit den grünen natürlich hier unten ein bisschen besser auffächern, damit man es besser sieht. So. 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 Und so. Und dann machen wir einen Testlauf. So, jetzt geht hier richtig was rein. Na klar, der wird vollgepumpt. Bis zum geht nicht mehr. Das ist aber erstmal nicht weiter schlimm. Aber der müsste eigentlich wesentlich schneller funktionieren hier. Und die blauen, die gehen ganz gut rein. Irgendwie. Warum? Ja gut, aber wir haben jetzt schon bei über 200 Nutzer am Tag, ne? Also das ist schon. Das testen wir jetzt einfach mal so. Das releasen wir mal einfach so. Wir sind ja von Akkurat. Warte mal, auf Akkurat waren wir überall, ne? Dann lassen wir das mal einen Tag so testen, wie das hier mit dem Geld dann reinkommt. Also das bremst hier natürlich mächtig aus, ne? Das ist schon richtig. Aber warum wird das hier so ausgebremst, das Ding? Den kapiere ich noch nicht. Warte mal, den tauschen wir mal aus gegen den. Dann gucken wir uns das mal an, weil der macht ja eigentlich nichts anderes. So. Testlauf. Weil der kann ja eigentlich in der gleichen Geschwindigkeit, der muss ja doch eigentlich, dürfte doch gar nicht so voll laufen. Ah ja. Das sagen, der darf doch eigentlich gar nicht so voll laufen. Die dürften eigentlich auch im Input-Stack eigentlich gar nicht so extrem voll laufen. Gut, der teilt das hier nicht zu 50-50 auf, aber. Das sieht schon mal viel besser aus, ne? Das machen wir dann auf der Seite auch hier. Stopp. So. Nehmen wir den da rein. Und da, nach da, nach da. Und Testlauf. Wir haben über 400 Nutzer am Tag. Steigt dann relativ schnell hier an. Haben wir dann mal irgendwann ein Viereck? Ach ja, der läuft. Ah ja. Okay. Hier Viereck. Nur Viereck da rein und das muss da rein. Sonst, haben wir da ein leichtes Akkurationsproblem, also wenn wir die Vierecke nicht in den Viereckkanal reinschmeißen, sondern überall woanders. Da kommen die Dreiecke rein, ja, und die Kreise, die kommen da oben hin, ja, das sieht wieder besser aus. Gut, jetzt sind wir überall auf 100% und wir sind bei 300 Nutzern und sind bei 76 Sekunden, das nehmen wir so. Release. Alles klar, okay. Das nehmen wir erstmal so und dann gucken wir mal, ob dann jetzt die Überlastung dann weggeht. Aber momentan Nutzer sind natürlich jede Menge, aber ich denke mal, das ist ein Tagesnutzer. Weiß nicht. Gut, wir haben weitere Mails und wir haben eigentlich schon wieder die Viertelstunde voll. Fotoverarbeitung für eine Baufirma. 60% Genauigkeit, 25 Sekunden. Dann gucken wir uns das doch mal an. Guten Morgen, wir arbeiten für eine Baufirma. Wir wollen wissen, ob die Fenster richtig angefertigt wurden oder ob ein Fehler vorliegt. Bitte erstellen Sie ein Programm
für Smartphones, welches uns sagt, ob ein Fenster schief ist oder nicht. Okay. Okay, okay. Habe ich hier irgendwelche individuellen KD-Teilungen? Fuck, jetzt weiß ich nicht, was das wieder ist. Nur für Quadrate. Nur für Quadrate grün. Na gut. Ja, na gut. Du entscheidest erstmal Viereck. Aber. Ja, das geht direkt da rein. Der Rest geht in den Müll. Achso. Und was machen wir mit den Dreiecken? Was? Hier kommen doch auch Dreiecke rein. Die gehen doch hier nicht durch. Und hier gehen Vierecke rein? Okay, das ist dann die 60% Ungenauigkeit. Warte mal, mach mal hier oben alle. Und unten von mir aus Dreiecke. Guck mal, was da passiert. Ob das ausreicht? Erfolg. Ernsthaft? Okay. Nehmen wir so hin. Wir kriegen die Kohle dafür. Wir haben einen Erfolg gehabt. Wir haben genügend Genauigkeit gehabt. Und haben alles drin gehabt. Gut. Gut, also wenn ich da 2.080 Dollar mit verdiene, ist das echt einfach, ne? So, und jetzt gucken wir hier mal, wie sieht's denn aus bei Gamma zu... Alter! Alter! Gut, die Überlastung ist jetzt bei 1%. Wir haben 2.422 Dollar eingenommen bei 5.109 Nutzer. Wow! Gut, okay. Das sagte Joey in einer sehr bekannten Serie. Vielleicht kennt er die sogar. Aber das könnte uns dann natürlich in der nächsten Woche richtig viel Kohle bringen. Und dann können wir bei Seabay mal wieder richtig zuschlagen und mal so richtig tolle Sachen kaufen. Wir werden natürlich, denke mal, gucken, wie das nächste Startup aussieht in der nächsten Folge. Ja, das werden wir gucken. Wir gucken mal Mails. Was haben wir denn für Startups? 3 Stück hätten wir. Insurance Company, Entwickler, Soap Making Business. Wir machen einfach das Soap Making Business. Wir lesen schon mal, was wir da machen müssen. We created a soap making startup, yet we need some help. It's our department. We let say so organize the underground sport competitions to find the best loader for our business. Loaders. Okay. Now they need a programmer who will be cool enough to write an algorithm which will allow us to understand who suits the job better basing on the application's physique, okay, and success in those competitions of ours. And the most important part of the deal is to keep silent about it. Jetzt habe ich es euch gesagt. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir könnten 13.000 Dollar dort investieren, haben jetzt 6.000, da wäre alles weg. Alles klar, okay, wenn man das so sieht, dann lesen wir mal. Nee, das machen wir. Wir müssen dann erst noch Geld verdienen. Wir brauchen erst die 13.000. Wann denn wollen wir schon voll einsteigen? Gut, in diesem Sinne, nächste Folge: Geld verdienen. Startup machen wir dann beim nächsten. Gucken wir mal rein, ob wir es schon schaffen nächste Mal. Also 13.000 Dollar, wenn wir hier die 3.200 nochmal kriegen und hier noch einen Monat weiter und dann können wir ja hier mal deine Aktien, die brauche ich da nicht rausnehmen, das läuft nämlich noch sehr gut. Alles klar, gut. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich drüber freuen, sehr sogar. Bis denn, tschüss.